Servus und ganz herzlich willkommen zu einem exklusiven Gespräch für NHL.com.de mit zwei Superstars der New Jersey Devils. Zwei Schweizer sind es. Nico Hischier ist da und Timo Meier. Schön euch zu sehen, Jungs. Wie geht's? Danke, sehr danke. Gut. Geht gut auch, danke. Timo, ist noch ganz ungewohnt, dich in Rot und Schwarz zu sehen und nicht in Thiel. Verrat uns doch bitte, wirst du dich einleben können in New Jersey bis hierhin? Wie gefällt's dir hier? Ja, aber sicher eine sehr spannende Zeit jetzt für mich, nach dem Trade hierher zu kommen und neue Farben zu tragen. Aber hat mich gut eingelebt. Natürlich hilft es auch, dass wir ein paar Schweizer Jungs hier haben und die mir auch sehr, sehr willkommen geheißen haben. Auch die Jungs sind super in der Garderobe und von dem her macht es viel Spaß, hier jeden Tag in die Eishalle zu kommen und zur Arbeit zu gehen. Jetzt hatten ja gleich mehrere NHL-Teams Interesse an einem Trade. Hattest du irgendeine Mitsprache? Was hast du in den Momenten bis dahin mitbekommen? Und wie froh warst du jetzt, dass es die Devils geworden sind? Ja, man hat natürlich schon ab und zu so Updates vom Agent bekommen, was so hintendurch läuft. Aber ich glaube, viel Kontrolle hatte ich nicht darüber. War natürlich dann umso erfreuter, dass die Devils sind, wo ich auch schon mit Nico, Jonas, mit den Jungs ein bisschen darüber gesprochen habe und natürlich auch weiß, wie es hier ist durch die Jungs. Und war natürlich ein bisschen einfacher und haben mich sehr gefreut. Und jetzt hier die Möglichkeit zu haben, auch in den Playoff wieder mitzuspielen, ist ein extrem cooles Erlebnis für mich. Ich kann mir vorstellen, ihr kennt euch auch schon ein bisschen länger. Nico, wie hast du reagiert? Wie war deine erste Reaktion, als du erfahren hast, dass Timo ein Devil wird? Ja, sicher cool. Ich meine, man hat sicher die Rumors auch gehört und gelesen und schon drüber gesprochen. Aber wenn es dann wirklich Tatsache war, wir waren sicher alle sehr erfreut. Ich meine, eben wie Timo gesagt hat, wir kennen uns schon, haben zusammen schon gespielt und wissen genau, was Timo uns helfen kann. Und ist genau so ein Spielertyp. Passt perfekt in uns rein und darum wirklich gute Arbeit von der Organisation, dass sie Timo hierher gebracht haben. Timo will euch helfen. Nico, wie habt ihr ihm denn geholfen, um ihn den Einstieg zu erleichtern? Du bist Kapitän. Welche Rolle hast du dabei gespielt und wie habt ihr es als Mannschaft ihm einfach gemacht, hier Fuß zu fassen? Ja, ich glaube, jetzt gerade diesen Monat hatten wir sicher sehr viele Spiele und New York kennt er ja schon selber, aber sicherlich Hoboken. Ganz am Anfang, wo er noch kein Auto hatte, haben wir ihn ein bisschen umchauffiert. Aber jetzt hat er sein Auto. Ja, ich glaube, wir werden ihm sicher noch ein paar Restaurants zeigen, wenn wir ein bisschen mehr frei haben. Aber ich glaube, mehr oder weniger findet er sich schon gut zurecht hier in New Jersey. Jetzt habt ihr zuletzt ja sogar in einer Reihe gespielt. Timo, warum ist die Chemie bei euch in der Reihe so gut? Ja, ich denke, dadurch, dass man sich kennt, ist es immer ein bisschen einfacher und auch so gewisse Sachen in der Heimatsprache zu besprechen, hilft natürlich auch ein bisschen. Aber ich glaube, für mich ist wichtig, dass ich jetzt hier versuche, von Tag zu Tag mich mehr an die Mitspieler zu gewöhnen. Natürlich mit Nico zusammengespielt, aber viele neue Gesichter und auch unser Trainer, der viele verschiedene Reihen ausprobiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Mannschaft und auch individuell jetzt in dieser Zeit noch mal ein bisschen verbessern können, eine detaillierte Arbeit zu bringen, weil es ist nachher wichtig in den Playoffs. Und wie Nico gesagt hat, sie haben am Anfang viel geholfen. Das hilft natürlich auch auf dem Eis, wenn man sich neben Eis wohlfühlt, ist das schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, auch als Spielertyp ergänzt sich das ganz gut. Nico ist ja einer der besten Zwei-Wege-Stürmer auch in der Liga. Timo, wie gut passt das zu deinem Spielstil zusammen und traust ihm auch zu, in dem Jahr die Selke-Trophy zu gewinnen? Ja, wir wissen, was Nico für ein Spieler ist und wie gut er in allen drei Zonen agiert und auch in verschiedenen Spielsituationen. Im Penalty Kill, im Powerplay die Entscheidung im Spiel machen kann für dich. Und das ist ein sehr wichtiger Spieler für eine Mannschaft. Und ich glaube, für uns alle, die hier spielen, ist immer schön, wenn du mit Nico auf dem Eis bist, weil du weißt immer, was du von ihm bekommst und welche
Performances erbringen. Nico, du hast jetzt an deiner Seite wiederum einen der besten Power-Forwards in der Liga, bist jetzt auch schon lange bei den Devils dabei. Ist Timo so das fehlende Puzzlestück, was euch noch gefehlt hat für einen langen Playoff-Run jetzt? Ja, ich glaube, Timo ist sicherlich ein Spielertyp, der hier jetzt weniger ist. Also Timo kann ganz, wenn man ihn die Scheibe spielt im Slot, dann ist er meistens im Netz. Also er hat eine Nase für wirklich zum Tor zu gehen und Tore schießen. Und mit seinem Körper macht er auch viel Platz. Er geht da, wo es weh tut und macht auch die Dirty Goals, wie man so sagt. Also ein richtiger Torriecher hat er und ist ein Goalscorer und das können wir wirklich sehr gut hier brauchen. Und spielt wirklich, ja, will gewinnen, spielt mit Herz und Blut und geht auch, ja, wirklich dort, wo es weh macht, in die Ecken und vor dem Tor auch. Jetzt hattet ihr bei den Devils ja schon die ganze Saison einen etwas größeren Schweizer Block auch. Jetzt kommt es ja durchaus zu der Situation, ihr zwei steht zusammen in einer Reihe, hinten steht noch Jonas Siegenthaler und im Tor vielleicht sogar Akira Schmidt, also sprich vier Schweizer gleichzeitig auf dem Eis. Ist das was ganz Besonderes, so viel Schweizer auf einen Schlag zu haben? Ja, also es ist sicher, ich meine, das ist das erste Mal, dass es vorkommt. Also es ist sicher nicht etwas, wo alltäglich ist. Wir genießen das natürlich. Ich meine, so viele Schweizer in einem Team, wie gesagt, gab es noch nie. Aber ich glaube auch, am Schluss vom Tag spielen wir einfach alle zu Hockey und haben Spaß zusammen und schätzen es natürlich. Aber ich glaube, es wird ein bisschen alles drum und dran, wird ein bisschen mehr gehypt von den Medien, sage ich jetzt, als bei uns untereinander. Ja. Ja, es ist natürlich einfach eine schöne Geschichte für uns auch. Wie viel Schweizerdeutsch, Timo, wird denn gesprochen tatsächlich bei euch in der Kabine auf dem Eis? Und wie viel macht ihr vier auch außerhalb des Eises zusammen? Ja, ist sicherlich schön, wenn man sich in der Heimatsprache unterhalten kann, obwohl Nikos Akzent ist ein bisschen anders als mein, dann manchmal schwer zum Verstehen. Aber nee, ja, ist cool. Und ja, natürlich neben dem Eis machen wir ab und zu, wenn die Zeit genügend ist, machen wir etwas oder gehen am Abend vor dem Spiel etwas essen. Aber wie Nico gesagt hat, momentan ist wirklich eine heiße Phase und der Fokus natürlich ganz auf dem Eis. Okay, da ist nicht groß Zeit, um irgendwie Sightseeing-Tours in New York zu machen oder weiß ich was. Wir versuchen uns so gut wie möglich erholen zu können zwischen den Spielen und dann natürlich auf dem Eis wollen wir unsere beste Leistung bringen. Und das ist umso schöner mit den Schweizer Jungs. Aber wie Nico gesagt hat, wir kommen hierher und versuchen, unsere beste Leistung abzurufen. Und das ist der große Fokus für uns alle. Ich glaube, ein schönes Event hattet ihr jetzt abseits des Eises trotzdem im Generalkonsulat. Da hat euch Herr Jäger ausgezeichnet mit dem Swiss Impact Award. Da wart ihr alle zusammengestanden. Nico, was hat es dir bedeutet, so eine Auszeichnung zu erhalten? Ja, aber sicher, also ich glaube, wir alle haben ein bisschen diskutiert darüber. Sicher eine große Ehre, dass wir dort eingeladen wurden und diesen Award bekommen haben. Ich meine, das ist sicher nicht selbstverständlich. Und sieht man auch, dass man auch hier in Amerika ein super Support-System hat von der kleinen Schweiz. Und dass man auch hier Muttersprache reden kann. Und es war wirklich schön. Dort mal alles zu sehen und dann den Award zu kriegen und einfach ein bisschen mit den Leuten reden. Und für uns ist das sicher nicht selbstverständlich und war sicher eine Ehre für uns. Ja. Lass uns noch ein bisschen über Eishockey reden. Da stehen jetzt sehr, sehr wichtige Wochen an. Die Stanley Cup Playoffs, ihr habt euch qualifiziert. Timo, verrat uns doch jetzt natürlich auch nach dem Wechsel, du hast jetzt ja auch den Vergleich. Warum glaubst du, kann New Jersey sehr weit kommen? Was macht die Devils gefährlich jetzt dann auch in den Playoffs? Ja, ich denke, es ist eine gute Mannschaftsgeist hier, extrem schnelles Team. Ich denke, mit dem Tempo, das wir haben als Mannschaft, die Kompaktheit und auch das Skill-Level, das wir besitzen, können auf jeden Fall einiges erreichen in der Playoff. Es wird natürlich, die Spiele werden härter und enger. Und wie gesagt, detaillierter. Darum finde ich es eine super Zeit, hier als Mannschaft diese neue Challenge anzugehen. Und ich denke, wir können einige Leute
überraschen, wenn wir ja mit unserem Tempo und unseren Stärken auflaufen und ja, den Gegner so hart wie möglich machen, jeden Einsatz und für jede Scheibe kämpfen. Nico, du, wir hatten es eingangs gesagt, bist schon länger dabei bei den Devils. Du warst auch bei der letzten Playoff-Qualifikation schon hier in der Mannschaft. Danach kamen ein paar Jahre, die waren ein bisschen schwieriger. Ihr habt jetzt 4 Jahre warten müssen. Also sprich, du kennst die komplette Strecke, auch die schmerzhafte Zeit, die jetzt da dazwischen lag. Was bedeutet es dir zum einen, jetzt wieder Playoffs spielen zu können? Und vor allen Dingen, was haben die Devils auch jetzt im Sommer besser gemacht als die ganzen anderen Mannschaften, die ja auch in die Playoffs wollen und es noch nicht geschafft haben? Ja, es fühlt sich sicher gut an. Ich meine, das ist von Anfang her so, von 32 Teams ist das Ziel und die Hälfte geht in die Ferien sozusagen. Also es ist sicher nicht einfach in dieser Liga die Playoffs zu schaffen, weil man sieht immer, dass auch die Teams, die unten in der Tabelle sind, die Teams, die oberhalb sind, schlagen. Also es ist immer, Spielern muss man jedes spielen und das sind viele Spiele, darum Step 1 haben wir sicher geschafft jetzt und das fühlt sich auch gut an und vor allem eben auch, wie die letzten Jahre abgelaufen sind und ja, es startet aber erst jetzt, so wie Timo auch gesagt hat, es wird jetzt eigentlich nur noch mal härter. Ich hatte ein paar Playoff-Spiele, aber ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung und eben dann, was die Organisation sich auch gut gemacht hat, ist eben, habe Spieler hier reingeholt, die genau eben diese Erfahrung haben, wie auch Timo, wo sicherlich auch in den Playoffs eine sehr wichtige Rolle für uns spielen kann und wird, weil ja, er weiß, wie man spielen muss in den Playoffs und viele hier ist das ganz etwas Neues und eben sogar für mich fast. Ich habe nur ein paar Spiele, darum freue ich mich riesig und ja, kannst kaum erwarten, eigentlich dann das erste Spiel zu spielen. Wir schauen ganz gespannt hin, sind gespannt, wie ihr das macht dann in den Playoffs als NHL.com.de, natürlich insbesondere aus Schweizer Sicht auch. Bleibt gesund, toi 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 für die Playoffs und vielen lieben Dank fürs Gespräch, ihr zwei. Dankeschön, mach's gut.